letzten Jahr in den Bars und Après-Ski-Lokalen, da wird gefeiert. Da wird nicht nur der Sieg von US-Amerikanerin Michaela Schifrin gefeiert, beziehungsweise auch die Schweizer feiern. Lara Gut-Berami hat ja den zweiten Platz gewonnen und dritte wurde Petra Vlova aus der Slowakei. Aber das Schöne ist, auch eine Österreicherin kam dann gleich dran. Mit Platz 4 sicherte sich Katharina Listberger den leider Gottes undankbaren vierten Platz. Momentan sieht es hier so aus, es ist voll. Sölden hat ja diesmal die Genehmigung gehabt, 9000 Gäste hier beim Riesentorlauf mit dabei zu haben, direkt neben der Piste und im Zielbereich. Deshalb läuft jetzt hier auch natürlich das Après-Ski-Geschäft. Ich habe jetzt André Suida. Er hat hier eine der besten Winotheken und Après-Ski-Lokale am Platz, mitten in Sölden. André, wie läuft es bei euch jetzt Après-Ski? Man hatte ja in den letzten Jahren, muss man schon fast sagen, das Problem, beziehungsweise hauptsächlich letztes Jahr, dass man gar nicht aufsperren durfte. Wie glaubt ihr, dass es heuer weitergeht? Also es läuft ausgezeichnet, die Gäste sind alle vorbereitet, sie kommen schon selber und zeigen den Impfpass, ob sie getestet sind oder genesen. Alles problemlos, es ist gediegen, es sind keine Probleme und funktioniert ausgezeichnet. Ja, wenn man hier beim Weltcup dabei sein will, dann braucht man dieses Band, wenn man in die Gondel rauffährt, mit der Gondel rauffahren will, beziehungsweise wenn man auch im Auto rauffahren will, dann muss man das herzeigen und vorher bekommt man dieses Band natürlich nur, wenn man die 3G-Regel einhält. Glaubst du, dass es in den nächsten Monaten so bleibt, dass diese 2,5G-Regel dann auch für die Nachgastronomie beziehungsweise natürlich für den Après-Ski-Bereich bleiben wird? Also ich denke, wenn sich alle dran halten und wenn alles zivilisiert abläuft, dann wird es keine Probleme geben. Also die Leute sind hier wirklich vorbereitet und gelassen. Also es werden auch immer mehr sind geimpft und von dem her denke ich nicht, dass es im Winter ein Problem gibt. Dann wünscht man natürlich alles Gute für diese Saison, natürlich mit den Gästen aus dem Ausland, nicht nur wie letztes Jahr mit den inländischen Gästen, die natürlich in den Skigebieten Urlaub gemacht haben, sondern die ausländischen Gäste, die sind jetzt extrem wichtig und man weiß ja, wie die Schweden oder die Holländer zum Beispiel im Après-Ski-Bereich feiern können und das wünschen sich natürlich alle Après-Ski-Lokale.